Heute, Leute, ist Sonntag und ich mach Beute heute am Sonntag. Ja, mal gucken, keine Ahnung, ich gehe jetzt auf den Flohmarkt, da war ich schon lange nicht mehr und naja, der Tag ist ja sowieso vergriesgenaddelt, genaddelt, weil meine Tochter ist ja unterwegs, auf die müssen wir warten, deswegen sitzen wir hier fest, können irgendwo hin. Bin ein bisschen gebunden, wir haben aber einen Flohmarkt gleich hier um die Ecke und da gehe ich jetzt hin und ihr kommt mit. Also einfach so machen wir das. Heute für einen Arsch, Alter. Was ist denn das für ein Markt? Kotzt voll ab. Furchtbar. Nichts zu finden, nichts zu holen, viel zu voll. Alle nur am Labern, Kinderklamotten. Furchtbar. Ich gehe nach Hause. Ja, meine Ausbeute ist null. Ach, hör auf, ey. Was ist das für ein bepisster Markt, ey. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich da bin. Du kommst nicht voran. Da sind 50.000 Menschen auf dem Markt. Umsatz gleich null. Und vielleicht 500 kaufen am Tag. Dass sie die gefräßigste von allen ist. Wenn man das Altervergleich von damals sieht. Nein, ihre Mama. So, alles gut. Ja, danke, danke. Ja, ey, ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, Prost! Wo steht das Auto? Irgendwo drüben. Na, dann geht's mal los, auf zur Schule, oder? Es ist aber so kalt. Oh, wir machen trotzdem los. Auf in den Laden. Guck, ob der Müll schon abgeholt wurde jetzt. Hast du Kopfhörer eingepackt gehabt? Oder hast du die vergessen jetzt? Weil hier welche liegen? Okay. Guten Morgen, liebe Leute. Wochenende? Naja, war ja öde, ey. Wirklich. Das heißt öde. Ihr habt nichts zu tun. Ich war, ne? Auf Flohmarkt. Habt ihr gesehen? Da gab's überhaupt nichts. Das war voll langweilig. Was für ein beschissener Markt, ey. Naja, egal. Eigentlich habt ihr das nicht gesehen, weil ich hab ja nicht gefilmt, weil ich meine, dicht an dicht, die Leute drängeln sich da durch und da ist nichts, nicht ein Teil. Man findet ja eigentlich immer mal was. Oh, nichts gefunden. Was gibt's heute in der Welt? Komm, zeig, 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 Neuigkeiten. Das ist das große Aktion bei uns da. Familienvater von Einbrecherstochung. Ach, Scheiße. Ach, Berlin im Licht ist er jetzt, wa? Ja. 3 Tage. Bis dann am Mittwoch, übermorgen. Bis zum Tag der Einheit. Ja. So, was? Bitte? Hab gerade nicht zugehört. Was ist los? Ich glaube, heute ist die Großaktion. Wollen wir schon abschleppen da? Großaktion? Naja, so groß sieht es ja nicht aus. Ist da, er hält auf den Hof da. Ist ja nicht hier, das war immer die Zeit auch schon da. Ich ist schon wieder ja weg. Ja, war da. Ist ja nicht hier, das war wohl, ob sie unten war wechseln oder ob der mal stickenweise wechselt, keine Ahnung. Wie das werden sie sich schon vorher einen Kopf gemacht haben, bestimmt nicht. Ja, aber nee, weil er unten da unter so ein Seil reingemacht hat, dazwischen da. Ja, der 3 oder 4 Mann da, naja, ist ja nicht wieder. Nee, dann wird er abgeseilt, der Baum. Ne? Dann wird er von oben runter
mit Fellen. Ja, ja, klar, logisch. Kannst ja nicht lang fällen, ja, so ein ja, Ding ja. Im Hof. Klatsch, rinnende Scheiben. Oh Mann, oh Mann. Das war wieder ein Start am Morgen hier. Voller Infoflut, ja. Wieder in abgestochen in Berlin. Fantastisch. Schlimm ist das. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. Naja, die Welt ist schlecht, hart und ungerecht, ey. Also okay. So, was machen die jetzt mit dem ganzen Müllkack hier, ey? Das Problem ist, der Müll, der stört mich, ja. Ich muss ja hier arbeiten, also muss der raus. Ich muss den eigentlich rausbringen, komplett. Feier. So, liebe Leute, für den Fall, dass heute nichts los ist, habe ich hier hinten noch eine Ecke, die mich dann schon anbricht. 4 Tonnen waren das doch. Oh, noch 4. Oh, ich bin der Trottel. Quatsch, ich die voll. Da steht sie doch. Mann, ey. Nicht wie ihr wohnt, ey. Ja? Ja, ich hab's geschafft. Fantastisch. Und alle Finger dran? Ja, das ist alles noch gut. Aber voll tolles Gerät. Ja, man zerstört damit unheimlich schnell krass. Viel Material, ne? Hier will eigentlich sein, das ist total zäh, das Schloss kriegt man nicht so leicht auf und so. Nee. Das ist, ja. Wenn du sowas hast, man muss dazu sagen, natürlich, sowas hat der. Rennt ja keiner draußen rum und ist sehr auffällig. Ja. Ja, also. Hab ich mir schon gedacht. Ja. Nee, vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Kann ich dir hier was für geben? Alles gut. Okay, dann gucken wir mal was vorbei. Oh. Ja? Okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Gleichfalls. Ja? Ciao. Bis dann. Tschüss. So. Also nochmal von vorne. Das ist erledigt. Das haben wir. Flexverleih. Tommy Thompson. Hier, das ärgert mich hier. Die Ecke muss hier ordentlich gemacht werden. Das sieht ja nicht aus. Also ich würde ja gerne so einen Streugut-Eimer, Streugut-Box hinbauen. Was ich halt will. Ja, müssen wir mal sehen, wie wir das machen, ob wir das machen. Achso, ja nicht an, was? Habe ich das jetzt gesagt? Ich bastel heute. Falls ich es nicht gesagt habe. Ich bastel heute eine Streugutbox. Weil hinten beim Müll haben wir so eine Streugutsäcke liegen, die sehen nicht sehr schön aus und liegen kreuz und quer. Und jetzt baue ich dafür eine Box. Endlich mal. Habe ich schon, mir schon lange vorgenommen. Jetzt mache ich es. Dazu brauche ich die Maße. Die habe ich hier. Grob russisch. Erstmal natürlich. Natürlich auch grob russisch. Ja. Jetzt mache ich mir eine kleine Skizze und dann baue ich drauf los. Ganz einfach. Nicht besonders. Material finde ich quasi auf der Straße. Habe ich schon. Tada! Zum anderen die Bretter, die ich hier abgerissen habe. Na, weil die sind eh morsch und die werde ich dreifach übereinander lappen. Und gucken wir mal, was wir daraus machen können. Jetzt lasse ich einfach mal durchlaufen. Muss ich dann intensiv sieben nachher. Aber ich habe sonst die Zeit nicht. Hier haben wir unsere ein, zwei, drei, vier Pfeiler. Die sind 78.
oder schauen wir einfach blind drauf los, so wie ich sonst immer mache. Sonst mache ich es tatsächlich immer so, ich mache mir zwar einen kleinen Plan im Kopf, ist ja meistens aber auch nur drin, die Maße. Die Maße, die ich dann auch übernehme, sind nur noch Hilfslinien oder zur Hilfe da, dass ich zwischendurch mal drauf gucke und sage, Mensch, geht ja doch nicht so. Und schraub eigentlich einfach drauf los. Und in diesem Fall werde ich es tatsächlich auch so machen. Ich mache die einfach so hoch. Ist mir ja gegeben. Ne? Die Höhe ist mir gegeben, deswegen mache ich die einfach so hoch. Die Box. Die wird ja nicht breit. Die wird ja nur 30 cm. Also muss ich zusägen. So, Mensch. Silber habe ich gefunden. Haha, einen silbernen Ring. Ja. Ich habe ja gerade angekauft. Und zwar eine Mütze, die mir mal passt. Ich habe Trödel gekauft. Die ist nagelneu. Die gefällt mir. Die behalte ich. Die passt mir, die muss ich behalten. Ich finde die gut. Auch wenn sie scheiße aussieht oder was, ist mir scheißegal. Lange Haare sieht das scheiße aus wahrscheinlich. So, und dann eine geile Lampe. Designerlampe. Oh, oh. Er ist auch schon da, er ist auch schon ganz begeistert von seiner neuen Jacke. Die Jacke ist neu. Hä? Die Jacke ist neu. Die da. Ach so, die. Ach, egal hier. Die selbe Kiste halt noch zu Hause. Da ist nichts drin. Überraschungseifiguren, ey. Föhn drin? Weiß ich nicht. Sieht so aus. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, die Dame. Auch schön. Funktioniert jetzt. Ist ein Foto von dir auch mit bei. Ja. Ja. Kannst du günstig haben, wenn du selber klebst. Fünfer. Musst du dir kriegen. Ist Holz. Ja. Da gibt es ja auch aus Kunststoff. Ja, ja. Ja, stimmt. Hast du auch schon gesagt. Reservierst du mir die? Nee, dann nimm sie mit. Schon. Denk es weg. Fünfer wirst du irgendwann haben. Fünfer habe ich jetzt halt im Kopf. Scho. Der Tommy fängt so viel an und macht nichts zu Ende hier. Jetzt sehen wir erstmal noch einmal hier durch.
Ja, so sieht's aus. Also ich würde es glatt jetzt so begrenzen. Zumachen, die ganzen Säcke rinkippen und fertig. So, Thorsten ist da, der macht jetzt sein Fahrrad Versand fertig. Weg über den Rohr, will die Mühle nicht sparsam sein. So, gucken wir mal, er meint, es klackert total im Gang, wenn er schaltet und fährt. 1, 2, 3, 4. Gang 4 muss stimmen. Wir gucken. Wie gesagt, im Gang 4 muss es übereinstimmen. Und wir sehen, stimmt überein. Tja, kaputt ist es. Also warten, was das sagt, mal sehen. Da müssen wir erstmal schauen. Gut, Box, weiter geht's. Wo ist es? So, Fahrrad ist schon eingepackt. Fahrrad ist schon eingepackt. Pedalen sind dran, drin. Pedalen? Drin? Paket. Extra drin im Paket. Und die Excel-Packs vorne sind auch dabei. Die sind am Lenker dran. Extra. So. Muss ich auch schreiben. Ich schreibe heute. Stopp wie Sau. Aber sieht doch gut aus. Ey, tausendmal besser als vorher. Die Ecke ist sauber, ordentlich. Da unten muss man noch den Müll wegfegen. Ein Sack haben wir mehr als drin passt. Weil wir ja zwei halbe hier noch drin hatten. Na, da kann man Schüttgut entnehmen, Streugut entnehmen. Und dann ist gut. Streugut quasi. Meine Aufgabe für heute ist, ich schaffe auf alle Fälle. Das wollte ich machen. Wollte ich schon ewig machen. Geschafft. Ganz simpel. Aus Schrott, aus Müll, aus Abrissholz. Aha. Aha. Hallo. Aha. Ja, ich brauche ein bisschen Luft von war dir. War das alle? Ja, und wollte einfach mal Hallo sagen. Ja. Na gut. Hallihallo. Hallo.
Ich höre dich ja immer, Mundharmonika spielen. Ja, ja. Ja, ihr hofft ja immer, dass der Dennis mal rauskommt. Ja, wenn er da ist, dann, wenn er nicht so faul wäre manchmal. Ne? Das ist ja eine faule Socke. Ist er da? Hört er nicht? Nee, heute ist er, der hat sich die Seuche eingefangen. Also Schnodder hier, Nase, Hals. Ja. Also wir waren am Wochenende in Mülheim jetzt und Ei, war das kalt. Ja, ja, das war. Sein, das war 0 Grad. Er hat noch kein Heiz. Die Nacht, er hat es noch nicht geschafft. Um den Kamin zu kümmern, den da hochzumauern, obwohl er ja sagt, das ist ja nur ein Tag Arbeit. Und das hat er halt, naja, der Sommer war ja so ruckzuck nach einem Tag auf dem anderen. Ja, ja, das geht schnell, wa? Der lange Sommer, der längste Sommer, den wir hier hatten, und das ging schnell. Ja, der auch, das erwartet man ja immer, ne? Nee, so, jetzt muss er machen. Ja. Ja, ja. Moin, moin. Hallo? Was denn, das fleißige Blieschen heute, wa? Das war ich doch schon immer. Wenn der Vaterland ruft, bin ich zur Stelle. Das ist ein Ding. Na, ja, los. Aber jetzt sag ich hier. Und du hast ja dieses Jahr auch wieder zu tun. Ja, ja. Die Reifen kommen ab und dann machst du Kufen runter. Na ja, so sieht's aus. Ja, dann mein Weihnachten müssen wir gerüstet sein. Ja? Ja, ja. Mach ich wünsche euch was. Alles klar. Mensch, mein Traum war jetzt abwitzen. Gut. Ich muss erst mal Fahnenflucht wieder machen. Ach, schon wieder? Ich hab was vergessen. Nee, aber... Ja... Ach, wie soll ich das sagen? Ich rufe Werbung für das Arbeitsamt. Die suchen Maler und Tapezierer. Da musst du noch dran schreiben. Stelleneinschreibung hier. Oder hin. Mach doch, mach doch. Sag mal, in Zivil hast du mir noch nie gesehen, wa? Nee, immer in Arbeitsflucht. Yeah. Ja, da merkt man mal. Wie gesagt, wenn der Vaterland ruft, ich wünsche euch, und dir wünsche ich einen geilen Umsatz, aber keine Mietzahlung. Danke. Und grüß mal zu Hause alle, was feucht und fleucht. Ja? Ey, jetzt ehrlich. Ja. Ach, auch wenn das Herz bricht, ich mach's gut. Ich bin schon auf. Ich will mich nicht verabschieden. Ja, also das erste Mal, es ist ja irgendwie ein Urgestein auch hier, oder? Ja, ja, ist ein Original. Birkner also Originals. Als ich den das erste Mal kennengelernt hatte, was ich auch so vorgestellt, ich heiße Hansi oder ein Paul Karl Melzig oder so. Da hat er wohl auch, hat er auch noch den kleinen Hund gehabt. Ja, ja, so habe ich ihn kennengelernt irgendwie. Und da hat er mich auch schon eingeladen, seine Frau zu werden, dass er eine Frau sucht. Und na, das wäre ja was gewohnt. Ja, ne? Das ist ein, meine ich, hätte ihn auch zu den Wellensittich in den Käfig reingesetzt. Und wenn er draußen, hätte ihn dann oder auf mal, vielleicht vorne auf dem Lenker sitzen lassen und wäre mal rausgeflogen mit ihm. Und ja, wenn er bei dir auf der Schulter sitzt, ist vorbei. Jetzt. Das Fahrrad hatten wir mal repariert, vor Monaten. Und jetzt kam irgendwie die gute Frau. Ich sag denen ja immer, wenn der Antrieb getauscht wird, zeigt den Leuten ja immer nach 100 Kilometern oder einer Woche spätestens vorbeikommen zum Nachziehen. Das ist jetzt Monate her. Jetzt kommt sie und sagt, da stimmt was nicht. Ich bin aber gar nicht damit gefahren bisher. Das glaube ich nicht. Ich glaube das immer nicht. Kann doch gar nicht sein. Wieso fährt man damit nicht? Wenn man es reparieren lässt, dann fährt man auch damit. Gerade in dem Sommer, ey. Gut. Gibt es fest? Irgendwas ist mit der Schaltung weit besser. Mit was ist denn das geölt worden? Das war ich definitiv nicht.
Da ist irgendein ganz schreckliches Ölzeug drauf. Irgendwas ganz Schlimmes, was total schlimm verharzt. Wahrscheinlich auch im Schaltwerk denn. Kinders, ölt mit den richtigen Ölen, also nicht mit irgendwas, was ihr irgendwie im Haushaltsregal findet oder so. Wie Kaugummi. Habt ihr das gesehen? Das ist das falsche Öl hier, auf alle Fälle. Was hier genommen wurde, das ist... Guck mal. Das Problem ist, jetzt schaltet es nicht gut, sagt sie. Zeigt ein bisschen eingestellt, aber das, ich weiß, was sie meint. Also, das kann auch nicht gut schalten. Ja. Ja. Komm runter. Mann, ey, was los mit dir? Alter, wo warst du denn die ganze Zeit? Hier, wo rennst du hin? Hier! Ja, Mann, ey! Verschollene Sohn ist wieder da. Der verschollene Sohn drauf geschissen, Alter. Die hier, verarscht 100, mich immer alle. Das 100 erstmal. 100 ist hier. Na, sie jetzt sind wir quitt. Ja, Gott sei Dank, ey. Ich krieg die Krise bei sowas. Was und? Nochmal 10er extra fürs Warten. Ja, toll. Aber mach nicht nochmal. Guck, du hast da Tremor. Was ist los? Warum zitterst du? Was ist los? Ich denk doch an dich. Ey, pass mal auf. Aber ich bin nicht Markus oder so, ich bin echt. Was? Ich verabschiede mich. Du verabscheust dich. Warum denn bitte? So schlimm ist es auch nicht. Wie? Nein. Ich sag tschüss. Ja. Danke für die Luft und ich richte mal die Büsse aus, ne? So ja, mach das mal. Ja. Ja. Der ist ja auch. Das ist ja unglaublich. Der ist Zeit hier, ja. Der untreu. Ja, er trainiert auch halt zur Zeit nicht mehr. Er hat schon lange nicht mehr trainiert. Das bekommt ihm nicht. Das genau, weiß er ja. Das bekommt ihm. Jetzt ist Winter. Mhm. Ja, aber der kam halt so plötzlich, der hat uns alle überfallen. Alter, ruf, ey. Ja. Also, ist aber das? Da wärst du auch vielleicht ein guter. Ja, Mensch, deswegen bin ich doch da. Aber ich bin doch immer, genau, ich bin doch immer da. Und ich versuche ihn ja auch in die richtige Richtung. Ja. Also richtig, kann jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Aber du weißt. Nein, aber du bist einfach ein guter Mittler, weil du das aus einer ganz anderen Sicht. Und außerdem bist du selber Vater. Also du hast da nochmal eine ganz andere Sicht. Furchtbar. Ja, schrecklich, ne? Also diese Verantwortung, die du da trägst, ist... Und bei dir so, Nam? Verantwortung null? Verantwortung null. Nix, null Verantwortung, gerade mal so im Quäntchen. Hier zu kämpfen, reicht. Ja, das reicht, ne, manchmal. Gerade mal so für sich selbst, ja, so denkt er dreimal am Tag an sich und das war's. Wenn ich das machen will, wäre ich vielleicht fahrlässig. Ja. Man braucht immer wie ein Wiener Führerschein. Für Familie, ja. Ne, Kind kriegen, Führerschein. Den hast du noch nicht bestanden, den Schein. Also, mach ich doch. Ja. Darum habe ich auch keine Fertig. Genau. Ja, das ist doch besser eigentlich. Bei mir ist es auch ist das leicht so. Aber deswegen gibt es ja. Ne? Ja, dabei, da gibt es einen Tommy. Da gibt es einen Tommy, da kann man hinkommen. Der Tommy hat. Ja, und der kommt ja. Der hat Gewichte da. Ja, du bist ja hier genau, ja. Und das ist sogar warm noch bei dir. Oder? Relativ warm, genau. Wenn nicht, dann bist du warm. Auch gut. Genau. Mach das mal, schick den mal rum. Ja. Ja. Nicht, dass er hier sich kontrolliert fühlt oder so. Das ist ja Quatsch, ja. Ende des Monats, wisst ihr, hab ich Geburtstag, dann muss er kommen. Ja. Das ist Pflicht. Alter, wann ist der Geburtstag? Reformationstag, 31.10. 31.10. Das ist Pflichtprogramm. Ja, so. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt gerne von dir. Genau, dann grüße ihn schön und ja, mach es gut. Jo. Okay. Bis die Tage. Bis dann. Ciao, ciao. Also deins ist echt super. Es fährt sich richtig gut. Okay, Tommy. Nam, baller dich nicht immer so weg, ey. Was? Du sollst dich nicht immer so wegballern. Ja, Mann. Es wird weniger. Es wird weniger. Halt durch. Jo. Okay. Danke dir, Tommy. Ja, bis dann. Ciao.
so lange noch die Kette gestreichelt. Ist ja furchtbar. Sieht so fast wieder beweglich aus. Flexibel. Oh, wie die knirscht. Hört ihr das? Oh, hört ihr das? Da ist so viel Dreck drin. So viel Dreck angesammelt. Hör mal, pass auf. Schlechte Kettenpflege. Die ist jetzt so ein bisschen ausgewaschen, aber eben die ist nicht perfekt gepflegt. Die merkt ja, wie die knirscht und macht und tut. Ja? Ich bräuchte Licht auf mein Fahrrad. Vorne und hinten. 24 Euro stimmt. Hab's gefunden. Echt, ja? Ja. Nee, ich bin doch zu teuer. Alles klar. Bitte, bitte. So, dann probieren wir mal die Schaltung aus und die Flüssigkeit derselben. Na, das läuft doch wunderbar. So soll es sein. So, machen wir das. Jetzt habe ich überhaupt keine Halterung mehr hier auf der Seite. Hier kann ich ja überhaupt nicht mehr hier reinstecken. Keine Wand mehr. Aber ich kann durchtreten. Na gut. Möchte Samstag. Hast du das Zeit. Möchte es mir aber zu wenig. Ich habe Angst, dass sie wirklich nicht mehr hinterherkommt. Sie hätte jetzt schon ein Riesendefizit, dass sie eine Seite von alle Kinder das schaffen. Sie schafft eine Seite nicht. Sie hat mich jetzt gefragt, ob es okay ist, wenn sie Anouk in den Förderunterricht packt. Ich dachte, ja, warum nicht? Na, dann werden Kinder aus dem normalen Unterricht mit rausgenommen, die werden extra nochmal gefördert. Also zwei, drei Kinder halt für einen Lehrer. Ja. Ich habe ihr das dann nochmal erklärt mit ihm, dass Anouk natürlich da auch nochmal ein ganz schönes Päckchen mitzutragen hat. Sie meinte, das ist gut, dass sie es weiß, weil dann kann sie es auch ein bisschen anders einstufen. Und, sie haben aber ein paar Asperger-Kinder in einer Schule. Drei oder so. Ja, Mann! Ja. Guck mal, guck. Guck schnell, guck. Nimm dir. Die kriegen das schon. Du kannst nicht arbeiten mehr. Du musst irgendwas machen. Kannst du nicht endlich jetzt den Finger ziehen? Es geht um deine Kinder. Bitte sie doch nicht. Mich oder was weiß ich. Für mich ist das ja eh alles scheiße. Ja. Irgendwie muss Kinder irgendwas machen. Ja. Ich stehe, wie gesagt, ich stehe in so einem Keller. Also das ist, Lumi, bitte! Lumi, bitte!
Mami? Mama! Mama, Mama, ist schön! Nee, nicht wiegen, bitte nicht wiegen. Nee, nicht wiegen. Ich mach das, das ist halt super staubig, super dreckig. Ich hab. Hier. Ich damit. Und du auch? Zeig. Ich bin jetzt gerade zum zweiten Mal im Leben die Treppe runtergefallen. Hat gerade draußen schön angefangen zu regnen. Schuhe nass. Und dann haben wir so Stufenkanten aus Metall. Und das war's. Weggerutscht. Ich bin so ein Trottel, ey. Kotzt mich so an, ey. Oh. Arm tut mir weh. Arsch tut mir weh. Alle tut weh. Handgelenke. Egal. Scheiß gefährlich. Ich fäng gerade an zu regnen und hast so nasse Schuhe und dann. Dann hab ich für dich gemacht. Bist du für mich gemacht? Ja. Eine lange. Ich lieb dich ganz doll. Du brauchst keine Angst gehabt, dass dir einer irgendwie, dass du irgendwie jetzt. Weiß ich nicht, was, wovor du Angst hast. Wovor hat sich denn Angst? Vielleicht nur. Dass dir einer irgendwie was Böses will oder so. Wir wollen nur das Beste für dich. So wie du bist. Und natürlich ist es schön, wenn du schöne Noten hast. Das ist gut. Aber ja, wir wissen, dass es für dich gut ist. Aber für dich nur das Beste. Für uns ist das nicht wichtig, ob du. Du bist ja nur. Hauptsache, es ist viel schöner, dass sie gesagt hat, dass du ein ganz liebes Mädchen bist. Was für ein tolles Kind bist, ja. Dass man dann nichts Schlechtes über dich sagen kann. Sie meinte, sie müsste sich dann was ausdenken, hat sie gesagt, wenn sie was Schlechtes erzählen würde, wollen würde. Was bitte überhaupt mit dem Fleisch? Das habe ich gerade gesagt. Ich wollte mal gucken, ob es dir gut geht, Tommy. Ich will hier unten bleiben. Ja, passt doch Papa auf, okay? Aber ich will trotzdem nicht im Babyzimmer. Ich brauche kein Babysitter. Noch nicht. Wenn du ein alter Opa bist. Gut, okay, liebe Leute, hallo. Jetzt haben wir hier einen richtig schönen Auftrag bekommen. Ein Umbau, ein Komplett-Umbau. Und zwar von diesem wunderschönen Cruiser. Der einst wunderschöne Cruiser, der soll wieder zum Leben erweckt werden. Ja, kriegen wir hin. Das Budget ist enorm. Und das rettet mich jetzt so über diesen Monat so ein bisschen wahrscheinlich arbeitstechnisch, weil ist ja gerade wirklich kaum was zu tun. Also wirklich so Mika-Aufträge für 7 Euro oder mal die Kette machen oder dies oder das. Das ist ja alles nicht. Das ist alles so mickerig, da kommt nichts. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich das anfange, geht's richtig los. Also. Elektra Hawaii steht hier. Hawaii Elektra Bicycles and Co. Also, wir fangen an und zwar damit, dass ich das Ding komplett zerlege. Da seid ihr jetzt mit dabei. Das schaut ihr euch heute. Das ist die Reparatur für heute. Ja. Sozusagen, was ja keine Reparatur ist. Aber eine Aufnahme für heute. Wird nämlich komplett zerlegt, das Ding. Oder seid ihr dabei? Das ist doch schön.
Und dann alles beiseite gepackt. Und schauen wir mal, wo er landet. Dann wollen wir mal, fangen wir mal an hier. Wir müssen ja alles erstmal aufheben, ne? Also bräuchte auch noch eine Kiste, ne? Dann bräuchte auch noch, siehst du, bin ich doch noch nicht so weit. Eine Kiste bitte. So, jetzt ist los. Komm Leute. Ist ja klar. Fang trotzdem schon mal an. Kette ab. Wir fangen mal hinten an und hören vorne auf. Pimp my bike. Das ist so ein guter Teil, eigentlich hier, das bleibt uns erhalten hier, das Ding, wird richtig gesäubert halt,
Das Elektra, es ist halt schade, dass es nur ein Aufkleber ist. Ne? Müsste man eigentlich mit Lack drauf machen. Das wird bestimmt richtig geil aussehen, nur nicht so lackiert. Ja, mal gucken. Ist natürlich die billigste Tretkurbel, die man hier überhaupt haben kann. Ja, wie gesagt, die wiegt bestimmt 1,5 Kilo und das ist nicht übertrieben. Also die würde ich beim besten Willen nicht mehr anbauen eigentlich. Man kann sie behalten, klar, aber ist doch am Ende ein schöner Dratte. Will man doch nicht mit so einer Tretkurbel da. Also sie wiegt bestimmt 1,5 Kilo, ohne Übertreibung. Ey. Dafür sind sie stabil, muss man ja auch dazu sagen. Ja? Aber schwer, viel zu schwer. Oder man lässt die drauf, verfeinert die aber noch ein bisschen. Kann man auch mit Design machen. Wie gesagt, erstmal kommt alles in die Kiste und dann gucken wir mal. Dann läuft noch das Lager. Das ist schon okay. Upsa, Stromausfall. Rechnung nicht bezahlt. Gott sei Dank, das kann ich mir gerade noch so leisten. Moment. Ich traue mich gar nicht mehr rein, weil ich. Wieso? Wegen dem Livestream. Ja, oben ist er. Okay. Dann nur mit O-Ton. Ich wollte nur was quasi nicht zum Fahrrad diesmal fragen. Auto. Hast du zufällig eine 250 Watt für eine E27er Fassung für ein altes Episkop-Antisystem? Da jetzt los. Bitte, bitte, bitte mit Zucker oben drauf.
macht, dass ich fit losbekomme. Oh nee. Oh nee. Scheiße! Grosse! Oh wei, oh wei, oh wei. Made in Taiwan. Okay. Geil.
So, geputzt. Haben wir halt verkehrt rum. Meine Güte. Oh nee, was ist denn das? Ja, tut mir leid. Der Vorbau, der muss weg. Den Vorbau kann ich nicht retten. Der ist Asche. Probiert noch mal den Vorbau zu retten, aber Entschuldigung, war der falsche. Aber ich glaube, der wird nicht. Bevor die Gabel jetzt hier Schaden nimmt, mache ich das lieber so. Lenker raus. Vorderrad raus. Kann er sich alles hinpacken, die Teile. Schwer ist es trotzdem. Jetzt weichen wir halt erstmal ein. Okay, liebe Leute, ich komme hier nicht weiter. Ich muss das jetzt erstmal so stehen lassen, weichen lassen. Dann brauche ich einen richtig großen Hebel, den ich hier reinsetzen kann. Das muss aber Holz sein, damit ich das nicht verforme, damit sich das Holz so ein bisschen anpasst, wenn ich hier dann arbeite an dem Teil. Die Gabel kann ich nicht einspannen, weil die verbiegt zu leicht tatsächlich im Schraubstock.
um den ist es nicht schade, der ist zu ersetzen, den kann man ersetzen, die Gabel, das wäre doof, die Gabel und Rahmen, das gehört zusammen, das will ich auch zusammen lassen. Deswegen war es das jetzt erstmal für heute, bis hier und für heute im Allgemeinen. So. Viel geschafft haben wir nicht, aber schon doch noch ja, einiges. Ich bin schon zufrieden mit dem, was heute passiert ist. Und wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Und würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ja? Also macht es gut, morgen nochmal. Danach denkt dran. Frei, ein Tag frei. Fantastisch, ich freue mich. Da haben wir wieder ein bisschen Zeit, können ein bisschen Familie machen. Und dann schauen wir mal, jetzt habe ich erstmal was zu klären, meiner Frau. Ein bisschen Mut antrinken, Kaffeemut. Also, bis morgen, macht's gut, ciao, euer Tommy.